Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Kapion ist gut aus. Ich bin in der Car, und dann give it up. Pass it open hard, let me see you job. Get down in the, get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came. Bocce race crew took home the third spot, but they were two laps down. Then CMS Racing. Goodbye. Hallo, liebe Simracing- und Rennsportfans, und ein ganz besonders herzliches Willkommen. Es ist mal wieder soweit. Sonntag, 18.30 Uhr. Sunday Grand Prix steht auf dem Programm. Heute sind wir zu Gast in Willow Springs in Amerika. Leider ist der Tommy heute alleine am Start. Der Björn kann heute leider nicht. Schade. Kleiner Rückschlag in der Meisterschaft. Schauen wir mal. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an, was der Tommy heute macht. Und ich wünsche euch da mal ganz viel Spaß. Der fährt heute nicht. Das ist ja nicht seine Strecke. Björn also heute leider nicht dabei. Schade. Willow Springs, the fastest road in the West. Heute sind wir also zu Gast in Kalifornien. Tja. Muss schon langsam losgehen. Ja, ja. Übrigens kommt hier Shady Ahmad aus Kalifornien, also heute sein Heim-Grand Prix. The fastest road in the West. Und Shady ist heute richtig gut drauf, der zählt heute hier zu den Sieganwärtern. Ich glaube, der JP Performance, der war auch mal Willow Springs. Was war in Willow Springs? Der JP. Oh, ich bin auf Nummer 2, weil sie im zweiten Split dann, okay. Also, kein Björn da. Unser Björn ist nicht dabei. Was macht er denn? Oh, wen haben wir denn hier? Shady Ahmad, Silbernagel, Kurt Klapper, Thomas, Tranowski, Adam Klatzka, Gregory Woods, Joe Walker, Francisco Martinez, Andrew. Leider ist heute unser Francisco, der Francisco Lopez, gar nicht am Start. Das ist ein falscher Francisco, oder? Robert Simpkins, Timothy Vandenberge. Der falsche Francisco, ja. Ivan Jojo, das ist ein cooler Name, Jojo. Andrew S. Thomas, das Byron. Ist Der in Sandford am Schloss abgebogen ist, in die Mauer. Unsere Dauerzuschauer werden sich bestimmt noch dran erinnern. Ivan Jojo. Also, du machst ein Video, ne? Wie immer. Wie der aufmerksame Zuschauer mitbekommen hat, übertragen wir ja die komplette Saison der Lotus-Serie hier. Nur das dritte Rennen haben wir nicht übertragen. Tommy war da nicht am Start. Björn war im ersten Split und ich war leider verhindert. Wer sich also Björns Rennen nochmal anschauen möchte, der erste Split wird wie immer bei GSRC übertragen. Hab ein bisschen Werbung für dich gemacht hier. Du sagst, dass du mit mir, dass du dabei bist und dass du ein Video machen wirst und dass die nett sein sollen und die sollen nach BTR TV auf YouTube suchen. So. Ich werde jetzt hier einfach aus diesem Auto, weil das jetzt 65 Liter Sprit hat, bis auf 18 Liter runtergehen. Quali-Session hat begonnen. Dann werde ich einfach eine guten Tag. Brian Penner. Oh, sind wir also. Okay. Dann schauen wir mal, wo Auto Nummer 2, alter Vater, ey. So, und damit beginnt jetzt auch für den Tommy die Qualifikation. Drücken wir um die Daumen. Vielleicht ist das Geheimnis eigentlich offenbaren. Also ich fahre das Standard iRacing Setup hier für diese Strecke. My German is not so good. So, erste Runde vorbei. Ist schon mal gut gegangen. Kommt die Gewaltrunde. Eine 1, 6, 2, 7, 6. Platz 5, gar nicht so übel.
Komm schon. Und da hat der Tommy auch die zweite Runde geschafft. Schau mal, eine 1, 5, 61. Super. Trotzdem Platz 5. Vierter Platz. Robert und Andrew ganz hinten. Ja. Oh Mann. Ja, der Andrew wird wahrscheinlich keine Zeit gefahren sein. Moment, ich komme zu... Timothy Vandenberg vor Shady Ahmad, Gregory Woods, Joe Walker und Thomas Silvernagel ist noch auf P5 zurückgerutscht. Ah, Patrick. Timothy Vandenberg. So, die Startaufstellung hat begonnen. Vor Shady Ahmad und Gregory Woods steht Shady also bei seinem Heim-Grand Prix auf dem zweiten Startplatz. Jetzt bin ich mal gespannt, welcher fünfter Platz ihr vier... Dieser Timothy Vandenberg, also der ist aber auch aus Versehen hier. Nee, Quatsch, den kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Dafür auch nichts. So, 45 Sekunden. Patrick. Sollte gemacht hier sein. So, und da müsste das Rennen auch gleich jeden Augenblick losgehen. Leider gibt es hier in Willow Springs kaum Auswahl, was die Kameras betrifft hier. Ja. Da musst du mir mal bei Gelegenheit mal helfen. Alles Gute, Tommy. Danke. Ich hoffe, es ist heute im neuen Design. Bin noch live. Okay. Die Ampel zeigt auf grün und das ganze Feld macht sich auf die Reise. Shady versucht jetzt sofort in Führung zu gehen. Timothy kontert jedoch. Direkt dahinter Greg Woods und Joe Walker. Tommy auf P5 und hinter ihm Adam Klatzka. Und so wie es aussieht, ist das komplette Starterfeld hier vernünftig aus dem Startfeld schon gekommen. Super. Oh, Reifen sind noch kalt, untersteuert. Und Tommy hier einen super Start gehabt. Vor ihm Joe Walker greift jetzt schon Gregory Woods an. Hinter dem Tommy Adam auch super aus dem Startfeld schon gekommen heute. Untersteuert. Habe ich erzählt, dass untersteuert? Oh, und da hinten sehen wir es, da gab es schon den ersten Dreher. Während Byron jetzt gerade hier mit dem Robert Simpkins kämpft. Timothy vorne schon einen ganz leichten Gap rausgefahren. Oh, Greg verliert sein Auto und räumt Joe ab. Joe Walker, oh Mann, schade. Zwei Leute weg vor mir. Gregory Woods. Ganz unglücklich gelaufen, die Position 3 und 4 sind weg. Joe Walker letztens schon in Sao Paulo unschuldig abgeräumt und hier wieder, damit ist die Saison für ihn gelaufen, schade. Und Shady geht jetzt hier sofort in den Angriffsmodus, Start und Ziel gerade, da schert er auch aus und geht außen vorbei. Tolles Überholmanöver und wir schauen uns jetzt mal die Unfälle nochmal schnell an. Weil Benner will in der Metro vorbei und gibt ein bisschen zu viel Gas. Ja, das hat er gegeben. Oh, da kann aber auch ein Auto kaputt gehen, ne, bei so einer Aktion. Ja. Oh, hat der Andrew aber Glück gehabt, dass der Bein hier nicht abräumt. Ja. Fährt hier auch erstmal rückwärts von der Strecke und weiter geht's. Ja. Tommy gerät jetzt hier ein bisschen unter Druck vom Adam. Die beiden können sich schon ein kleines Stückchen absetzen und Greg fährt jetzt hier direkt an die Box und stellt wahrscheinlich das Auto ab. Joe Walker und Gregory Woods, das schauen wir uns jetzt mal an. Also das, boom, oh, das sieht so aus, als würde der Gregory sein Auto verlieren beim Gasgeben. Ja. Bis man erstmal realisiert, so dass der Vordermann sich dreht, so schnell kannst du gar nicht reagieren. Schade. Das ist natürlich mega ärgerlich und... Gregory war Feierabend, der stand die ganze Zeit an der Box. Der für die Jungs heute ein Stück besser weggekommen. Michael Bandini, Robert Simpkins und Byron Long, die Plätze 5, 6 und 7. Robert gerät jetzt hier von Byron ein bisschen unter Druck, direkt dahinter Ivan Giotto auf P8. Boah, der hat einen Platz gerade, der ist vollkommen voll. Und während Tommy vorne mit dem Adam kämpft, geht jetzt Byron und Ivan am Robert vorbei. Der ist hier Opfer auf der langen Geraden. Ivan Giotto jetzt, oh nein, Ivan fliegt ab und nimmt den Byron mit. Byron hatte so einen tollen Start heute und das Rennen jetzt schon wieder gelaufen. Ich denke mal, da wird das Auto auch eine kleine Beschädigung haben. Hoppelt hier wieder zurück auf die Strecke. Schade. Der Ivan Giotto. Der hat ja schon in Sandburg ordentlich gefroren. So. Oh, ach du Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Ja, also es aussieht die erste Kurve, ne? Erste Kurve, Geräte ins Rutschen und ja, wird getroffen von Byron Long. Oh nein. Ja, der Byron wird mit abgeräumt, aus Versehen. Damit Robert Simpkins wieder auf P6 und Sandy Banerjee auf P7. P8 haben wir dann Kurt Klapper heute im neuen Design, Miller Lite. Dann haben wir hier auf P9 Andrew und ganz hinten P10 hier Thomas Tarnowski.
Danach dann eine 3,5 Sekunden Lücke zu Francisco Martinez-Andreu auf P12. Byron nach Unfall direkt hinter ihm, Ivan Giorgio auf 13, auf 14 hier Joe Walker und auf P15 Brian Penner. Alle schon mit Unfall heute. Und Shady jetzt inzwischen über eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Timothy. Beide können sich jetzt schon 2,5 Sekunden von P3 absetzen vom Tommy, der hier den Adam im Schlepptau hat und danach eine 4,5 Sekunden Lücke zu Robert Simpkins auf P5. Und Greg steht hier an der Box, das sieht aus wie ein größerer Schaden. Da wird wohl eine längere Reparaturpause fällig sein. Und auch Joe Walker kommt jetzt an die Box, für den wird auch das Rennen gelaufen sein, wirklich schade. Nachdem wir in Sao Paulo so ein tolles Rennen hatten, gibt's hier schon gleich am Start. Scheiße, Gang ging nicht rein. Richtig klein Holz. Oh, und Tommy hat hier schon wieder Schaltprobleme. Da kommen Erinnerungen an die letzte Runde von Spa wieder hoch. Oder Tommy in Führung liegend in der vorletzten Kurve den Gang nicht reinbekommen hat. Und Robert hier inzwischen in den Top 5 angekommen, hat den Michael Bandini überholt, der jetzt auf 6 zurückgefallen ist. Sandy Banerjee ist da auch noch ganz dicht dran. Heute also mal ein relativ guter Beginn für den Robert. Ja. Shady und Timothy können sich immer mehr vom Feld absetzen. Shady heute mega gut drauf. Michael Bandini fällt ja auch immer mehr hinterm Robert zurück, jetzt schon 1,2 Sekunden. Und von hinten kommt Sandy Banerjee immer näher. Während Tommy hier die ganze Zeit mit Adam kämpft, der folgt ihm wie ein Schatten. Und so wie es aussieht, hat Adam heute hier zur alten Stärke zurückgefunden. Hat ja bisher eine ziemlich durchwachsene Saison. Auch schon das eine oder andere Mal Pech gehabt, oft unschuldig abgeräumt worden. Deshalb freue ich mich besonders, dass er heute vorne mit dabei ist, denn er hat schon das ein oder andere mega geile Duell mit dem Tommy hier hingelegt und dabei nie irgendwelche Dummheiten gemacht oder irgendwelche unfairen Mittel ausgepackt. Da macht das Racing richtig Spaß, wenn du dich auf deine Gegner verlassen kannst. Timothy und Shady vorne machen sich auf und davon und drücken dem Rennen hier ihren Stempel auf. Und weiter hinten im Feld gab es vor uns noch einen kleinen Zwischenfall, den wir jetzt mal nachreichen. Martinez hier, uiuiui. Ja, Glück gehabt. Der wäre fast in die Box abgefahren. Ja, nee? ja, das stimmt. Aber gut, dass er das Auto noch gefangen hat, ne? Ja. Oh, das hat ganz schön hier aus der Ballade gehoppelt. Ein wildes Fahrmanöver hier von Francisco. Aber wir sind ja hier in der Wüste und ihr seht hier, die Auslaufzonen sind gigantisch. Deshalb wurde die Strecke hier auch noch nie ausgebaut oder umgebaut, weil es einfach keinen Bedarf gibt. Allerdings fahren auf der Strecke auch kaum wichtige Serien, wird hauptsächlich für Track Days und kleinere Nachwuchsserien genutzt. Bekannt geworden ist die Strecke ja hier vor allen Dingen durch den Film Le Mans 66. Da Ken Miles hier auf der Strecke mit dem damals neu entwickelten Ford GT den ersten Sieg errungen hat. Sehr schön nachgestellt in dem besagten Film. Hier im Feld tut sich zurzeit gerade nicht viel. Robert, Michael und Sandy belauern sich hier. Von hinten schleicht sich so langsam Kurt Klapper an. Aber die Abstände sind immer noch groß genug, dass hier keiner einen Angriff macht. Und auch Shady kann sich jetzt ein kleines bisschen vom Timothy absetzen. Das sind aber nur Nuancen. Timothy schafft es irgendwie dran zu bleiben. Tommy hat jetzt auch einen kleinen Sicherheitsabstand zum Adam. Byron hier auf P15 fährt im Feld hinterher, schade. Dann haben wir hier auf 5 Robert Simpkins, auf 6 Michael Bandini, auf 7 Sandy Banerjee, P8 Kurt Klapper, auf 9 haben wir Thomas Tarnowski, der den Andrew S. Thomas geholt hat. Auf 11 dann Francisco Martinez-André, 12. ist Ivan Giorgio, 13. Brian Penner. Und auf P14 Joe Walker mit runden Rückstand, der nach Reparaturstopp wieder rausgefahren ist und das Rennen noch versucht zu Ende zu fahren. Und hier geht jetzt Michael Bandini am Robert Simpkins vorbei. Robert versucht sich hier noch zu wehren. Ein tolles Duell, jetzt geht er wieder innen durch. Es geht hier um den letzten Top 5 Platz. Jetzt kann sich Robert wieder durchsetzen, aber Michael hat ja hier deutlich seine Ambitionen klar gemacht. Direkt dahinter lauern ja auch Sandy und Kurt. Byron macht hier vernünftig Platz für die Jungs. Wir befinden uns jetzt in Runde 8 von 35 und so langsam hat sich das Feld hier ein bisschen beruhigt. Tommy immer noch auf P3, dicht gefolgt vom Adam. Dahinter dann zum Robert, schon fast 10 Sekunden Lücke. Genauso unverändert gewonnen, Shady vor Timothy. Die Jungs gehen jetzt in die 9. Runde. Timothy folgt dem Shady wie ein Schatten. Kann hier aber den Windschatten nicht nutzen, um vorbeizugehen, hat der Shady scheinbar ein sehr gutes Setup drauf.
die zwei fahren heute hier in der eigenen Liga. Vielleicht hätte da Greg und Joe mit eingreifen können, aber nach ihrem Unfall in der ersten Runde werden wir das leider nie erfahren. Oh, stand nicht viel im Feld. Ist doch trotzdem anstrengend, finde ich. Ja, natürlich. Der Mickey Maus fährt hier hoch und runter, rüber. Aber sieht recht komfortabel aus. Hier haben wir mal ein Endo im Bild, heute weiter hinten im Feld auf P10. Ja, der Adam, ne? Der ist wie angenagelt. Die zwei da vorne, die scheinen sich so ein bisschen Windschatten zu geben. Hier vorne, Timothy ist jetzt ganz dicht dran am Shady und versucht ihn hier unter Druck zu setzen. Beide hier ein klasse Rennen. Hier ein Stück weiter dahinter. Robert kann sich immer noch vor Michael Bandini behaupten. Sandy Banerjee immer noch 1,3 Sekunden hinter den Jungs. Und da hinten auch Kurt Klapper. Da hat sich bisher nicht viel getan. Da wird sich Robert Simkins freuen, endlich mal wieder ein vernünftiges Rennen heute. P5, wenn er das heimbringt, top Ergebnis. Ganz im Gegenteil zu Bayern, der hier auf P15 rumeiert, drei Runden Rückstand, versucht hier irgendwie das Rennen Teile heimzubringen, nachdem er unschuldig abgeräumt wurde am Anfang. Und auch hier beim Tommy und Adam alles unverändert. Adam folgt dem Tommy wie ein Schatten und lauert hier nur auf den geringsten Fehler. Ein tolles Rennen von beiden. Jetzt hat Shady hier als erster die 1,4er-Marke unterboten. Eine 1,4,927 und man sieht sofort, hat er 0,7 Sekunden Vorsprung auf Timothy. Brian Penner, ein neuer Name, fährt hier auf P13 hinterher, hat wahrscheinlich ein paar Probleme mit dem Fahrzeug. Ganz im Gegensatz zu den zwei Jungs hier. Und hier haben wir mal Thomas und Thomas im Bild. Thomas Tarnowski verteidigt hier gegen Andrew S. Thomas. Die Plätze 9 und 10, jetzt greift hier der Andrew an. Versucht innen durchzugehen, Seite an Seite. Die Jungs lassen sich hier genug Platz, super. Thomas kann sich hier nochmal behaupten. Hier diese Passage, die finde ich voll schwer. Ein tolles Duell von den beiden Ferrari-gebrandeten Fahrzeugen hier. Gilles Villeneuve gegen Niki Lauda. Und ich habe das Gefühl, dass der Adam hier in dieser Kurve, dass er eine bessere Linie fährt, weil auf Start-Ziel kommt er so nah. Ja. Obwohl ich fast komplett auf dem Gas bleibe, ne? Oder der hat halt weniger Flügel als ich drauf. Die letzten zwei Kurven hat Thomas Tarnowski viel besser bekommen als der Andrew und sofort fällt er mit einem Stück zurück. Gleich 0,7 Sekunden. Hier vorne Shady inzwischen über eine Sekunde Abstand zum Timothy. Und weiter hinten im Feld hatten wir wieder einen Zwischenfall, den schauen wir uns doch direkt gleich mal an. Oh, 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 nicht gut. Francisco Martinez macht einen Ausflug hier ins Gebüsch. Ja, die Reifen dreckig, ja, der fährt erstmal durchs Gras, um sich die Reifen wieder ein bisschen sauber zu machen. Ja. Obwohl Gras kann man das ja nicht nennen, Gestrüpp. Das ist mehr so Gestrüpp. Ja, aber Abstand vergrößert sich, meine ich. Ja. Zum Adam Senna. Adam Senna? Achso, weil der Senna-Skin drauf hat, oder was? Ja, Adam Senna. Adam fährt hier im Helm mit dem Senna-Design. Adam Senna, klar. Das Design dürfte eigentlich jeder eingefleischte Motorsport-Fan kennen. Da bin ich gegen den Curb gekommen. Ist beinahe das Auto ausgehebelt. Sofort eine halbe Sekunde weg. Und während Tommy gerade hinten ein bisschen verliert, redet sich der Shady richtig auf. 1,3 Sekunden Vorsprung auf den Timothy. Der Shady dreht jetzt richtig auf, der fährt jetzt vorne weg. Und der zweitplatzierte Timothy Van den Bergen, der hat auch nur 1800er Rating. Da sieht man mal, dass Rating nicht immer eine zu hohe Aussagekraft hat, fährt hier ein tolles Rennen. Gaststarter. Und kämpft vorne um den Sieg mit. Aber auch hier ein Stück weiter hinten, Robert, Michael, Sandeep und Kurt haben hier ein tolles Rennen. Thomas Tarnowski konnte sich jetzt schon 1,2 Sekunden vom Andrew absetzen, der jetzt scheinbar ein bisschen ins Straucheln kommt, ist heute nicht sein Tag. Auf P11 dann Ivan Jojo, fährt hier ein einsames Rennen. Nach vorne 19,2 Sekunden Abstand und nach hinten auch reichlich Luft. Von hinten kommt schon die Führungsriege angerauscht. Zwei stehen in der Box. Und neben Gregory Woods hat jetzt auch der Joe sein Auto abgestellt. Da war wahrscheinlich die Beschädigung doch zu groß, sodass er hier nicht mehr weiterfahren kann. Schade, wirklich schade für ihn. Unglücklich gelaufen, die letzten Rennen. Scheiße. Hat er irgendwie gerade Buckler und mein Stuhl hat Ärger gemacht.
Runde 16 und Sandeep Banerjee hat jetzt hier den Michael Bandini eingeholt. Das gibt jetzt sicher auch noch einen schönen Kampf direkt vor den beiden Penner, schon überrundet. Hier vorne Shady legt hier eine schnelle Runde nach der anderen hin. Jetzt ist Timothy ein kleines Stück schneller gewesen, hat wieder eine halbe Sekunde vom Rückstand wettgemacht. Und Tommy, das Spielchen geht jetzt hier auch in Runde 17. Adam lässt sich heute hier nicht abschütteln. Ein fantastisches Rennen von beiden heute hier. Beiden haben auch inzwischen fast 14 Sekunden Vorsprung auf den Robert Simpkins rausgeholt, der sich auf G5 befindet. Hier haben wir mal im Bild, hat inzwischen einen größeren Vorsprung. Und da hinten sehen wir, Sandeep Banerjee ist jetzt an Michael Bandini vorbeigegangen, der sich aber damit noch nicht zufrieden geben will. Wir haben jetzt Halbzeit ungefähr. Sandeep Banerjee, das ist auch ein Fahrer, der eigentlich sonst nicht in der Community unterwegs ist hier. Aber zeigt er ein tolles Rennen, liegt auf G6. Allerdings nach vorne der Abstand zum Robert schon 3,6 Sekunden. Und inzwischen hat sich auch der Kurt zu den Jungs hier gesellt. Der Kurt fährt ja wie immer ohne Quali. Heute von P12 gestartet, liegt ja auf P8 mit Ambitionen nach vorn. Oh, und da hat der Sandeep einen kleinen Fahrfehler gemacht. Ein kurzer Ausritt hier durch die Wüste. Und schon sind die Plätze weg. Da ist auch Thomas Tarnowski durchgegangen und von hinten kommt Andrew S. Thomas angerauscht. Ein kleiner Wackler und sofort sind ein Haufen Plätze weg. Jetzt kann ja auch noch Andrew vorbeigehen. Kurt hat das Durcheinander genutzt und ist an Michael Bandini vorbeigegangen und liegt jetzt auf dem 6. Während Shadys Vorsprung hier vorne auf den Timothy Zehntel für Zehntel wieder zusammenschmilzt. Timothy dreht hier gerade mächtig auf, streckt sich und versucht nach vorne ranzukommen. Er hat sich noch nicht damit abgefunden, dass Shady heute hier gewinnt. Die zwei haben inzwischen über 6 Sekunden Vorsprung auf den Drittplatzierten, auf dem Tommy, der hier immer noch mit dem Adam kämpft. Das sind jetzt schon 18 Runden, die Adam dem Tommy wie ein Schatten folgt. Die zwei fahren heute hier auch ihr eigenes Rennen aus. Nach vorne und hinten riesig viel Luft. In Tommys Haut werde ich allerdings nicht stecken wollen jetzt hier. Oh, und da hat Tommy einen kleinen Fahrfehler gemacht. Wir haben jetzt Halbzeit. Oh nein! Und schon ist Adam da und sticht da durch und übernimmt hier den Podiumsplatz. Kleiner Fahrfehler, jetzt heißt es ranhalten. Scheißdreck! Es sind noch 16 Runden, jetzt heißt es konzentrieren und Angriff. Allerdings ist der Adam heute richtig gut drauf und an solchen Tagen macht er für gewöhnlich kaum Fehler. Das wird jetzt eine ziemlich harte Nuss für den Tommy zu knacken. Hier vorne Kurt Klapper kann sich jetzt hier vor Michael Bandini behaupten. Liegt jetzt schon auf P6, hat praktisch seine Startposition halbiert. Ein super Rennen von Kurt heute. Hier im neuen Design jetzt Miller Light. Wahrscheinlich alkoholfreies Bier. Die zwei liegen inzwischen 5 Sekunden hinterm Robert. Dann haben wir hier Thomas auf P8, nach vorne und hinten ein bisschen Luft. Und Sandeep, der jetzt versucht wieder am Andrew vorbeizugehen. Die Plätze 9 und 10, alle anderen schon ganz schön abgeschlagen. Runde 20 und der Shady dreht jetzt hier wieder auf. Gerade eine halbe Sekunde schneller gefahren in der letzten Runde als Timothy und konnte den Vorsprung wieder auf über 2 Sekunden ausbauen. Tommy und Adam inzwischen über 7 Sekunden weg von den Duo vorn, haben gerade Francisco André überrundet. Und jetzt hat sich das Ganze hier umgedreht. Jetzt folgt der Tommy dem Adam wie ein Schatten. Wirklich schade, dass unser Björn heute verhindert ist und hier nicht mitfahren kann. Verliert wertvollen Boden in der Meisterschaft. Hat zwar 5 Siege eingefahren bisher, aber auch ein paar Nuller, die richtig wehtun, während der Tommy hier konstant punktet. Uiuiui, das war ein bisschen weit. Alternative Streckenführung ausgetestet hier. Aber nichts passiert, nur ein Inzident eingesammelt. Jetzt ist aber gleich wieder eine kleine Lücke da. Und nachdem es sehr, sehr lang ruhig im Feld war, gab es jetzt mal wieder einen Zwischenfall hinten im Feld, den wir uns doch direkt mal anschauen sollten. Wir schalten hin. Thomas Tarnowski, ah, da. Oh, 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 oh. Die Stelle. Da, und da ist, da sind die Gegner vorbei. Auf welchem Platz war der denn? Der war auf 8, ne? Ja. Und dann hat er 2 Plätze ja, verloren oder was? Ich glaube, Simpkins und Andrew S. Thomas sind durch. Ich meine natürlich Sandeep und Andrew. Robert, der liegt die ganze Zeit schon auf P5. Hier haben wir mal Andrew und Sandeep im Bild. Durch den Thomas seinen Ausritt, einen Platz nach vorne gekommen. Jetzt liegt der Andrew auf P8 und Sandeep auf P9. Allerdings die Lücke nach vorne schon ziemlich groß. Shady inzwischen 2,5 Sekunden Abstand. Geht jetzt hier gleich in die 22. Runde. Timothy muss hier langsam abreisen lassen. Tolles Rennen vom Shady heute, Wahnsinn. Will hier unbedingt sein Heim-Grand Prix gewinnen.
und Tommy inzwischen wieder ganz dicht dran am Adam, versucht ihn hier unter Druck zu setzen, hat wahrscheinlich jetzt gerade ein besseres Reifenmanagement und da geht er auch vorbei, Seite an Seite, ein tolles Duell von den beiden hier. Adam gibt sich hier aber noch nicht geschlagen, hat aber außen einen längeren Weg und muss sich jetzt hinten anstellen. Schönes Überholmanöver von Tommy. Jetzt hat aber Adam Windschatten und kann hier einen Konter setzen. Oh, und da kommt aus der Tiefe des Raums ein Auto plötzlich angeflogen. Hier Ivan Jojo. Und Adam wieder vorbei. Tommy muss sich wieder hinten anstellen. Tolles Duell von den beiden hier. Aber gucken wir uns mal an, was hier gerade mit dem Ivan passiert ist. Ivan Jojo. Oh, das ist eine blöde Stelle. Glück gehabt. Aber der wird nur einiges kaputt gegangen sein am Auto, oder? Oh, schwer zu sagen. Wenn du über Rampe rummelst und hier, guck mal, da habt ihr aber Glück, ne, dass der nicht da ja, quer über die Strecke ist. Timothy muss jetzt auf den Shady abreisen lassen, wird wohl seine Reifen ein bisschen überansprucht haben. Und Tommy und Adam, das Spielchen geht in die nächste Runde. Wir befinden uns in Runde 23. Und wir hatten weiter hinten im Feld noch einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Nächster Zwischenfall hier, Brian Penner. Oh, der hat's Auto verloren. Und dann macht er hier einen Ausflug durch die Wüste. Eieieiei. Zum Glück steht da nichts im Weg und dann geht's wieder zurück auf die Strecke und oioioioi hier. Und während Tommy und Adam jetzt die nächste Runde in ihrem Duell eröffnet, hatten wir noch einen Zwischenfall. Jetzt häufen sich aber hier die Zwischenfälle etwas. Wir schalten direkt mal hin. Schauen wir mal, Andrew hier. Ah, das, oh nein. Ah. Oh nein, wie ärgerlich. Ah, der ist hier auf die Ecke gekommen, da vom Curb. Ich sag mal, das ist eine Wundertüte, das Tabels. Manchmal kämpft er um den Sieg und manchmal tut er hinten rumeiern und fällt durch die Gegend. Ja. Und Byron guckt sich jetzt hier mal ganz genau an, wie der Tommy versucht, verzweifelt irgendwie am Adam vorbeizugehen. Der hat jetzt hier einen kleinen Vorfehler gemacht und da geht der Tommy auch schon wieder an die Seite und versucht hier zu überholen. Jetzt geht es hier Seite an Seite auf die nächste Kurve zu Tommy innen, hat hier die bessere Position und kann die dritte Position wieder übernehmen. Seit 24 Runden kämpfen die zwei Jungs hier um den letzten Podestplatz. Ein geiler Zweikampf. Oh ja, Tommy nützt hier jeden Meter der Strecke. Nächste Inzident eingesammelt. Quetscht heute wirklich alles wieder mal aus der Möhre raus. Aber auch Adam hier, Racing auf ganz hohem Niveau. Das ist mal wieder ein tolles Rennen und ich bin mir ganz sicher, dass beide hier ihren Spaß haben. Auch wenn das mega anstrengend ist. Aber gerade solche Duelle sind ja der Grund, warum wir hier in der Community unterwegs sind. Wir haben jetzt insgesamt noch 10 Runden zu gehen und hier ist noch lange nicht entschieden, wer hier den letzten Podestplatz mit heimnimmt. Oh, Tommy hat's Rutscher. Jetzt werden ja so langsam auch sich die Reifen bemerkbar machen. Schauen wir mal, wer hier besser gehaushaltet hat. Weiter hinten gab es wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns jetzt direkt mal anschauen. Panowski hier. Oh, Niki Lauda. Oh, oh, oh. Und dann hat er aber Michael Schumacher Helm auf, oder? Ja. Niki Schumacher oder für Michael Lauda? Ja. Hoppel und weiter geht. Nichts weiter passiert. Ja. Inzwischen hat JD fast 5 Sekunden auf Timothy rausgefahren. Passen die Reifen auf. Und geht jetzt hier in Runde 26. Haben wir also noch 9 Runden zu drehen. Und auch die Jungs hier gehen jetzt in die nächste Runde ihres Duells. Adam zeigt sich da schon mal und Tommy kann sich hier keine Sekunde Ruhe gönnen. Irre, was die zwei heute hier aufführen. Ganz großes Kino, das ist Sim-Racing vom Feinsten. Und ungesehen von den Kameras hat jetzt auch der Robert in Wackler drin und ist von P5 auf den 8. Platz zurückgefallen. Inzwischen liegt der Kurt ja auf P5. War auch ein tolles Rennen heute mal wieder von ihm. Konnte inzwischen 4,5 Sekunden zwischen sich und Michael Lake. Michael haben wir hier mal im Bild, hat jetzt auch 2 Sekunden Vorsprung auf Sandy Banerjee. Und der wiederum 1,9 Sekunden Vorsprung auf Robert. Dann eine große Lücke und dann kommt Thomas Tarnowski, 8 Sekunden dahinter. Und Andrew, inzwischen wieder auf dem 10. Platz zurückgefallen, ist da auch noch dran.
Runde 29 und Shady seinen Vorsprung schmilzt jetzt wieder ein bisschen zusammen. Beträgt jetzt nur noch ein bisschen mehr als 3 Sekunden, während Tommy jetzt einen relativen Sicherheitsabstand zum Adam hat. Eine halbe Sekunde allerdings Brian Penner vor sich, der hier aber vernünftig Platz macht. Hatte ja auch gerade einen kleinen Ausbruch in die Botanik, wie wir gesehen haben. Aber auch Adam kommt hier problemlos vorbei. Scheißen! Zwei Jungs bekämpfen sich heute das ganze Rennen durch. Keiner von beiden lässt locker. Das war doch Brian Penner. Aber auch keiner von beiden macht heute größere Fehler. Soll er Rückspiegel gucken? Das gibt's doch gar nicht. Hier im vorderen Mittelfeld sind die Positionen inzwischen gefestigt. Oh, und hier gab es wieder einen Ausritt, Thomas Tarnowski. Da hat es mächtig gequalmt, da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Von hinten kommt Shady Ahmad, der Führende. Hier Thomas Tarnowski noch einmal. Der wird schon die Reifen kaputt gefahren haben. Und da fliegt er auch von der Strecke. Oh, das geht nicht gut. Ei, Vorsicht! Aber direkt bitte auf die Strecke noch weiter. Na, Glück gehabt, dass da nicht von hinten ja. Was kam, ne? Und jetzt ist Shady hier auch direkt auf den Thomas aufgelaufen. Der macht hier aber keine Anstalten, um zur Seite zu fahren. Ich denke mal, Shady wird hier aber auch nicht viel riskieren. Allerdings setzt der Vorsprung nach hinten, schmilzt hier zusammen. Wird hier aufgehalten vom Thomas. Timothy hat jetzt insgesamt den Rückstand halbiert. Und vielleicht wird es ja zum Schluss nochmal spannend. Wer weiß, vielleicht macht hier Shady auch jetzt gerade übervorsichtig. Ich weiß ja nicht, wie er mit seinen Reifen gehaushaltet hat, aber ich denke mal, jetzt sehen wir es, jetzt macht hier doch, nee, der Thomas macht immer noch nie Platz. Jetzt fährt er hier an die Seite und lässt hier einen Shady durch. Ich denke mal, in den letzten paar Runden wird jetzt hier der Timothy alles aus der Kiste rausquetschen, um nochmal ranzukommen. Weiter hinten im Feld gab es wieder einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Mal hier, Francisco Martinez Andrü. Ist doch so ein Niki Lauda. Der macht hier den Superman. Ja, und hat voll gleich den Bremspunkt verpasst. Und die, hui. Ja. Haltungsnote 10 von 10 Punkten. Alter. Ein wilder Stunt hier von Francisco. Jetzt werden hier am Schluss auch so langsam die Reifen eingehen. Sandy Banerjee ist jetzt auch ziemlich nah an Michael Bandini wieder rangekommen. Der Abstand beträgt nur noch eine halbe Sekunde und ich denke mal, der wird jetzt hier, wir sehen es hier, auch angreifen. Positioniert sich jetzt hier gut, Michael macht innen dicht, außenrum, was für ein tolles Überholmanöver. Da hat der Michael aber auch fair mitgespielt. Ich schätze mal, da wird Sandy ein ganzes Stück besser mit seinen Reifen umgegangen sein. Und auch der Robert ist jetzt wieder ganz dicht dran. Muss Michael aufpassen, dass er jetzt noch einen Platz verliert. Wir sind ja hier in der Wüste und ich denke mal, das sind auch die Asphalttemperaturen dementsprechend hoch, was hier die Reifen sicherlich bei einigen gekillt hat, die nicht so richtig aufgepasst haben. Aber toll, dass wir hier am Ende nochmal kämpfen und jetzt hat der Robert aber einen wilden Ausritt und muss hier abreißen lassen. Hier vorne, Shadys Vorsprung schmilzt jetzt immer mehr. Timothy nur noch 1,3 Sekunden weg. Dazwischen Thomas Tarnowski, oh, der jetzt hier einen wilden 360 hinlegt und fast den Timothy abgeräumt hätte. Wow. Wow, da hat der Timothy aber wahnsinniges Glück gehabt und eine extrem kurze Reaktionszeit. And Thomas, that is why as a backwalker you don't battle the guys in front. Jetzt kann Shady natürlich wieder ein bisschen durchatmen. Thank you, wife, man. Aber er hat das im Rückspiegel auch mitbekommen, wie ihr hört. Man, I'm sorry about that, Timothy. It was gonna be a close one there at the end. Das war eine richtig knappe Geschichte. Shady geht jetzt in die vorletzte Runde. Go on, please, und Timothy jetzt wieder 3,5 Sekunden Abstand nach hinten. Thank you, Brian. So aussieht, hat der Adam auch ordentlich Zeit verloren hinter dem Brian Penner. Tommy inzwischen in soliden Vorsprung auf dem Adam. 2,5 Sekunden. Nicht, dass der seinen Namen alle Ehre macht. Ey, der wurde da jetzt ein bisschen aufgehalten beim Überrunden. Wollen wir mal nicht unterstellen. Oh, und hier hat es jetzt nochmal richtig gescherbelt. Robert Byron und Michael. Hier liegen 3 Autos in der Wüste. Oh, da hat es einen großen Unfall gegeben. Da müssen wir gleich mal gucken, was hier passiert ist. So kurz vor Schluss. Wow. So, nächster Incident. Ja. Robert Simpkins hier. Oh, was macht? Ah, oh, da hat er aber sich eingeleistet. Da scheiß die Wand. Da hat er den Bandini aber abgeräumt, aber Deluxe. Da ja. Fährt er den dahin. Ich glaube, der Bayern ist da vor Schreck auch noch in die Botanik gefahren.
Robert, das war nicht nice. Eieieiei, da dreht er beide weg. Da haben wir einen Robert auch im Bild. Hinter ihm Shady Ahmad hat jetzt die finale Runde eröffnet. Muss sich jetzt hier ein bisschen anstellen. Da fährt auch Francisco Andreu an die Seite. White Flag. Timothy noch eine Sekunde weg vom Shady. Dreht hier am Schluss nochmal richtig auf. Während der Tommy eine ruhige letzte Runde hat. Zweieinhalb Sekunden zum Adam. Shady heute ein Wahnsinnsrennen hier. Absolute Sahne. Am Schluss hier das Mittelfeld nochmal richtig durchgemischt. Auch Kurt ist jetzt hier hinter dem Sandeep zurückgefallen, hat seinen fünften Platz noch verloren. Und Sandeep hat sich auf P5 vorgekämpft. Gut an. Und geht jetzt hier auch in seine letzte Runde. Shady auf dem letzten paar Metern. Und Timothy ist da jetzt ganz dicht dran. Sind nur noch 0,2 Sekunden. Allerdings ist es nicht mehr weit. Die letzte Kurve, oh, und da hat der Timothy auch einen Wackler drin gehabt. Jetzt ist es vorbei. Ganz herzlichen Glückwunsch, Shady Ahmad. Völlig verdienter Heimsieg. Home Victory. Congrats, Shady. Shady gewinnt. Dahinter Timothy Wandelberger hat es nochmal richtig spannend gemacht. Und auf P3 kommt hier unser Tommy um die Ecke geschossen. Dritter Platz, Junge, dritter. Super gemacht, super gemacht. Wer war nicht drin, ey? I was struggling with grip at the end there. You were flying, man. Oh, Adam, that was a chance. Very nice race. That was cool. Ein ganz, ganz starkes Rennen vom Tommy, aber auch vom Adam. Ah, ja. Danke. Job. Ach so, ich bin Deutsch. Geht doch. Ah, sicher. Also auf jeden Fall bist du aus der letzten Kurve viel besser rausgeschossen als ich, aber irgendwie in diesem... Also hier in diesen Kurven, da habe ich ein bisschen was abgenommen, ne? Das stimmt, du fährst irgendwie zu weit raus, mein Geschmack, aber irgendwie ist das auch gut. Ein klasse Rennen von den Jungs vorne. Was hast du für ein Setup drauf, aus der Community oder welches? Ja, das von Joho aus der Community, genau, unverändert. Ja, damit bin ich nicht so richtig zurechtgekommen und ich bin hier das Standard iRacing Setup gefahren, welches für die Strecke hier gemacht worden ist. Oh, interessant, okay. Da sieht man mal, dass die Standard Setups von iRacing gar nicht so schlecht sind. Ja, schlecht sind sie nicht, aber irgendwann hatten sie mal geschrieben, dass wir den mal richtig gut gemacht haben. Auf jeden Fall macht Tommy mit seiner Konstanz richtig gut in der Meisterschaft. Ja, hab ich gar nicht probiert, ja. Aber scheint nicht schlecht zu sein, nicht? Podium, ne? Ja, also auf jeden Fall, der Patrick ist auch mit dabei gewesen, der macht mal wieder ein Video. Ich glaube aber, viel ist hier nicht passiert insgesamt. Es gab wohl einen Riesenunfall, aber ja, gibt nicht viel zu sehen. Da habe ich gelesen, dass ihr ein Video macht, genau. Ja. Freue mich schon drauf, das ist immer cool. Okay, in dem Sinne, ne? Macht's gut. Alles klar, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Ja, siehst du mal. Der Herr Adam freut sich auch immer, der Herr Glatzka. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Das war ein schönes Rennen. Schuppi gemacht. Auf jeden Fall. Frisch, dann werden wir uns mal hier mal schnell von unseren Zuschauern verabschieden, hier aus der Wüste. Ne? Jetzt ist ja Weihnachten. Zu Hause. So. Werden wir hier mit Badehose und Bikini Weihnachten feiern. Ja, dann wünschen wir bei allen Zuschauern alles Gute, eine schöne Adventszeit und nächsten Rennen. No? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. So, liebe Zuschauer, das war nochmal wieder ein spannendes Rennen. Top-Ergebnis für unseren Tommy. Damit geht es in der Meisterschaft auch ein ganzes Stück weiter nach vorne. Freue mich schon auf das nächste Rennen. Ich hoffe, der Björn ist dann wieder mit dabei. Wünsche euch allen alles Gute und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's alle gut. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu führen. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist.
gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.